Ich bin Henrik, der technische Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Tools. Jetzt zeige ich euch den Injektorenschachtreinigungssatz. Ich habe jetzt einfach ein Modell, an dem ich euch das am besten erklären kann. Ich habe jetzt hier eine Düse, dass man sich das besser vorstellen kann. Die muss man, klar, zuerst rausmachen. So wie man weiß, ist hier immer Dreck, den man einfach sauber machen muss. Ich nehme zuerst die Reinigungsbürste für den unteren Kanal, mache den Kanal jetzt hier zuerst mal sauber. Ich muss aufpassen, dass ich an die Kante nicht ankomme, dass es so wenig wie möglich Dreck in den Motor reinkommt. Aber da ist ganz wichtig, dass es zuerst sauber gemacht wird, dass einfach nichts reinkommt. Darum haben wir einfach so Verschlussstopfer. Die baue ich einfach zuerst mal hier leicht drauf, gehe rein. Hier sieht man, ist so Absatzkante, dass er nicht reinfliegen kann. Der verkantet sich da innen. Den lasse ich einfach jetzt dran. Jetzt kann auf jeden Fall kein Dreck, keine Verschmutzung, kann in den Motor rein. Ist er. Als zweiter haben wir eine Messingbürste, ein Haltewerkzeug. Das Ganze kann ich einfach einen kleinen Akkuschrauber dazu nehmen, dass es halt einfacher geht. Hier sieht man, dass es jetzt zum Beispiel nicht sauber reinkommt. Da haben wir auch dran gedacht. Haben wir jetzt einfach eine Führungsbuchse. Das wird sauber aufgesetzt. Gehe ich hier rein. Und jetzt kann ich den unteren Sitz durch die Drehbewegung, durch den Akkuschrauber hier sauber machen. Ja? Mache ich das wieder raus. Dann ist mal ein Vorgang fertig. Dann haben wir verschiedene Durchmesser. Das Wichtigste ist, dass man den Schacht auch wieder schön sauber bekommt. Bauen wir das auch hier zusammen, auch wieder Akkuschrauber, und jetzt gehe ich von oben durch die Drehbewegung, will es reinigen, mach mal raus. Klar, jetzt bleibt nur noch unsere Luftpistole, mit der, wo ich sauber machen kann, den ganzen Dreck ausblasen. Schaue ich nochmal an, ob es richtig gut gereinigt ist. Wenn alles okay ist, nehme ich wieder mein Werkzeug und mache mein Verstopfer wieder raus. Normalerweise bleiben hier noch so Ringe. Kann sein, sollte er vorher so fest sein, da haben wir noch, dass er nicht rauskommt, haben wir noch ein Spezialwerkzeug. Hier sieht man, wenn ich jetzt hier drehe, und spreizt er auseinander. Das heißt, ich gehe mit dem Werkzeug da rein, bis zu dem Ring, spreize ihn auseinander und ziehe den raus. Normal mache ich das alles vorher, vor dem Vorgang. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir auch einfach das zusätzlich in dem Satz dabei haben. Mit unserem Reinigungsset können wir auf jeden Fall die meisten Motoren abdecken.